Heute melden wir uns aus dem Wembley Stadium. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu dieser Begegnung. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Klingt nach spannendem Fußball. Buschi, heute beginnt der Weg in der UEFA Champions League. Beide hoffen, dass sie lange dabei sein können, dass vielleicht sogar die ganz großen Träume in Erfüllung gehen können. Es ist eine erste Standortbestimmung. Heute der erste Spieltag, Buschi, und die UEFA Champions League ist natürlich der wichtigste Wettbewerb im europäischen Fußball. Absolut, Wolf, daran hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert. Ganz im Gegenteil, das ist der Wettbewerb, den jeder gewinnen will. Das ist die Aufstellung in diesem Spiel. Schauen wir noch kurz auf die Formation. Es wird ein offensives 3-4-3 werden. Das Motto ist klar, volle Power für die Offensive. Was anderes geht gar nicht, wenn du die Mannschaft so einstellst. Wo siehst du heute ihren taktischen Schwerpunkt, Buschi? Ja, Wolf. Also ich glaube, sie werden wieder diesen unglaublichen Druck aufbauen. Sie werden es wieder mit Forechecking versuchen. Und wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine vielversprechende Strategie. Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Veretout. Dzeko am Ball. Veretout. Dzeko. Jetzt Mkhitaryan. Cristante. Veretout. Diese beiden, die hier heute im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, ragen in vielerlei Hinsicht heraus. Von diesen beiden wissen wir ja, was sie können, was die im Angriff drauf haben. Das wird ein Fest. Pizzi. Chance zur Führung. Veretout. Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, gibt's jetzt die Gelegenheit? Ball wieder bei Dzeko. Veretout. Jetzt Mkhitaryan. Guter Spielaufbau. Veretout. Und Mkhitaryan. Dzeko am Ball. Veretout. Ball läuft gut. Das machen sie sehr geduldig. Jetzt der Ballverlust. Seferovic. Super Trick, er kommt vorbei. Weigel. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Pizzi. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er.
Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Pizzi. Waldschmidt. Den spielt er wieder zurück. Seferovic. Seferovic. Und die Chance. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und dann bringt er diesen Strafenschuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Lorenzo Pellegrini. Cristante. Ball ist wieder weg. Guter Pass jetzt. Seferovic. Rafa. Spielt den Ball. Julian Weigel. Seferovic. Da schießt er. Wahnsinn. Er hält ihn. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Ja, geht gut dazwischen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Jetzt Vertonghen. Da lassen sie den Ball gut laufen. Seferovic. Weigel. Pizzi. Waldschmidt. Da passt er auf. Wäre zu. Schönes Anspiel. Kann er was draus machen? Lorenzo Pellegrini. Könnte der Ausgleich sein? Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Diogo Gonçalves. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Waldschmidt. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Pizzi. Klasse Zuspiel. Was macht er draus? Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau. Macht er das sicher aus der Halbdistanz wuchtig im Tor unter. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Con il numero 14, Aris Seferovic. Cristante. Veretout. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Dzeko. Henrik Mkhitaryan. Wäre zu. Ja, könnte was werden. Minuten sind rum, es steht 2-0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben.
Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Er hat heute Probleme, sich in Szene zu setzen. Sehen wir ja auch eingeblendet. Da kommt viel zu wenig. Auch deshalb liegen sie hier zurück. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Geht dazwischen und hat den Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Dzeko. Ja, mit viel Übersicht. Herrlich bringen sie da den Ball blitzschnell nach vorne und dann dieses wunderbare Tor. Alles, aber auch alles richtig gemacht. Da hat alles gepasst und sie dürfen zu Recht jubeln. Schauen wir noch mal auf die Entstehung dieses Tors. Erst der Steilpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Hier ist noch alles drin. Otamendi am Ball. Diogo Gonçalves. Weigel. Otamendi am Ball. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt es zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Seferovic. Gut verteidigt. Chance zum Konter jetzt. Er geht weite Wege. Super dieses Zuspiel. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Die Defensive steht. Seferovic. Ball bei Vertonghen. Pizzi. Waldschmidt. Am Ball Pizzi. Wird das eine Torchance? Pizzi. Da wäre Platz für den Konter. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Konter, Tor, so einfach geht's. Es hat alles gestimmt in dieser Szene. Ein herrlicher Treffer. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Alles wieder offen hier. 2-2. Grimaldo. Ball jetzt bei Grimaldo. Waldschmidt. Weigel. Er holt sich den Ball. Die Chance auf den Konter. Dzeko. Jetzt wird's gefährlich. Ganz wichtig, da muss er hin.
Pizzi. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Seferovic. Weigel. Seferovic. Am Ball Pizzi. Ball jetzt bei Grimaldo. Das könnte gefährlich werden. Seferovic. Seferovic. Gut den Ball angenommen. Schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Rafa. Weigel. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Seferovic. Da ist Pizzi. Kurz vor Ende nochmal der Angriff. Weiter unentschieden. Den Ball kann er abfangen. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt es natürlich darauf an, keinen Fehler zu machen. Viel mit Auge. Checo, das muss es sein. Mkhitaryan. Schirmt den Ball gut ab. Rafa. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Guter Vorstoß, kann was werden. Pizzi. Weigel. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini. Tor. Sie krönen die Aufholjagd mit dem Treffer. Also wer hätte das vorhin noch gedacht? Unglaublich. Jetzt haben sie sicher ganz viel Zeit. Sie liegen kurz vor Ende vorne. Das müsste eigentlich der Sieg sein, eigentlich, weil wir schon so verrückte Szenen in den letzten Minuten erlebt haben. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Formazione di casa. Con il numero 7, Lorenzo Pellegrini. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Diogo Gonçalves. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Pizzi. Da ist der Schlusspfiff. Sie müssen sich am ersten Spieltag also mit einer Niederlage abfinden. Das ist der Fehlstart, den hier in der UEFA Champions League jeder vermeiden wollte. So eine enge Gruppe. Du musst jedes Spiel ernst nehmen, immer 100% geben. Sonst kommt eben sowas dabei raus. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Nächstes Spiel, trotz Reaktion. Das ist angesagt.